ganz herzlich in meiner Sendung Behinderter Hund. Mein Name ist Katharina Kirch und ich möchte Ihnen heute etwas über das Thema Kondagan erzählen und zeigen. Ich begrüße heute neben mir Juliane Sett. Hallo. Was ist Kondagan? Genau vor 50 Jahren, 1957, kam ein Medikament mit dem Namen Kondagan Forte auf den Markt, das den werdenden Müttern eine ruhige und angenehme Nacht versprechen sollte. Die Folgen waren, dass ca. 5000 schwer missgebildete Kinder in den nachfolgenden Jahren geboren wurden. Durch den enormen Druck von Presse, Öffentlichkeit, Eltern und Wissenschaftlern wurde das Präparat Kondagan 1961 vom Markt genommen. Als Gast zu meiner heutigen Sendung habe ich den Herrn Professor Dr. Johannes Roskoten eingeladen. Er ist einer von vielen Geschädigten, die durch dieses Ereignis für immer gekennzeichnet sind. Herrn Professor Dr. Roskoten habe ich auf der Fachtagung Behindertenpolitik, die in Merseburg stattfand, kennengelernt. Während eines Gespräches mit ihm kam mir der Gedanke, mit ihm ein Interview in meiner Sendung Behinderter Hund zu führen. Er war mit diesem Vorschlag einverstanden und kam extra nochmal aus Berlin nach Merseburg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Sendung und sage hiermit Film ab. Hallo, ich begrüße neben mir den Professor Dr. Johannes Roskoten, der heute extra für unsere Sendung nach Merseburg gekommen ist. Hallo. Hallo. Haben Sie eine gute Fahrt hierher? Leider nicht. Nein, es war ja Sturm in Norddeutschland und mein Zug kam von Hamburg. Und der ist in Berlin schon eine halbe Stunde verspätet angekommen. Und dann kam der entsprechend auch später in Merseburg an. Und dann bin ich aber ganz schnell vom Bahnhof ins Studio vom offenen Kanal gewetzt. Und hier sitze ich jetzt. Das freut mich. Mich auch. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen zu unserem heutigen Thema, das der Kondagan lautet, ein paar Fragen stellen. Gerne. Wir fangen gleich mal an. Wie gehen Sie mit Ihrer Behinderung um? Schwierige Frage. Wie gehe ich mit ihr um? Ich glaube, ich habe gelernt, mit ihr zu leben, zumal ich es ja auch nicht anders kenne. Das ist ja nicht, wie wenn ich irgendwie in eine elektrische Säge gekommen bin und plötzlich sind die Arme abgehackt, sondern ich kenne es ja nicht anders. Und ich glaube, dann entwickelt man ganz von selbst Strategien, damit umzugehen. Das geht nicht immer über den Kopf oder über das Gehirn, sondern das ergibt sich einfach. Manches, was sogenannte Normale können, das kann ich auch. Anderes ist schwieriger. Und Gott sei Dank gibt es mehr Dinge, die ich kann, als die ich nicht kann. Sagen wir es mal so. Haben Sie durch Ihre Krankheit Beschwerden? Direkte Beschwerden nicht. Es ist aber so, dass die meisten Kondagan-Behinderten, sie dürfen auch gerne Kontis sagen, so nennen die sich nämlich selber, um ihren Alltag zu meistern, ja von morgens bis abends ganz viele extreme Bewegungen machen müssen. Also stellen Sie sich vor, bis ich morgens angezogen bin, bis ich ins Büro gehe, da muss ich ein ganz schönes sportliches Programm vorlegen. Und da werden Gelenke gebraucht, die Menschen normalerweise nicht verwenden. Und durch diese vielen extremen Bewegungen kommt es bei vielen Kondagan-Behinderten zu einem vorzeitigen Verschleiß, zum Beispiel in den Hüften, in den Schultergelenken, in den Knien.
Und bei mir fängt das so ein bisschen in den Knien an, aber viele Konterganbehinderte sind inzwischen schon im Ruhestand. Überlegen Sie mal, mit 45 bis 50 Jahren, da ist man eigentlich noch nicht im Ruhestand. Ja. Und die sind nicht mehr arbeitsfähig. Und das ist bei mir anders und da bin ich sehr froh drüber. Gibt es bestimmte Merkmale, woran man einen Kontergan Betroffenen erkennt? Ja, Konterganbehinderte haben oft Fehlbildungen im Bereich der Arme. Also die Arme sind verkürzt, die Finger sehen etwas anders aus oder die Unterarme fehlen komplett, wie das bei mir ist. Viele Konterganbehinderte haben auch Beinbehinderungen, Fehlbildungen an den Beinen, die eigentlich relativ ähnlich wie die Fehlbildungen an den Armen aussehen. Circa ein Drittel der Konterganbehinderten sind auch im Bereich der Beine behindert. Und dann gibt es, was denke ich manchmal fast noch einschneidender ist, Behinderungen bei inneren Organen, Leber, Niere, Milz oder so, oder auch am Herzen. Und es ist auch ein Viertel der Konterganbehinderten, das ist relativ wenig bekannt, ist in den ersten 5 Lebensjahren gestorben. Und das waren fast immer eben Menschen mit inneren Behinderungen. Also die waren äußerlich vollständig mit Armen und Beinen? Teilweise. Manche waren vollständig, manche waren auch nicht vollständig. Weil die innerlichen Organe sieht man ja nicht. Nein, eben, die sieht man nicht, genau, ja. Und was sind dann die typischen Beschwerden, die die Konterganbetroffene haben? Ja, eigentlich, wie eben schon gesagt, Schmerzen gibt es ja nicht oder nur als Folge eben der extremen Beanspruchung von Gelenken. Sonst gibt es eigentlich in diesem Sinn keine Beschwerden. Keine Gelenkbeschwerden oder dass sie sich nicht bewegen können? Eben inzwischen schon, schon. Eben durch diese Fehlbelastung, diese jahrzehntelange Fehlbelastung. Also wenn Sie überlegen, dass die Konterganbehinderten geboren wurden zwischen 1959 und 1963. Dann kann man ja ganz einfach ausrechnen, dass das keine jungen Leute mehr sind, sondern dass die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Und das merken sie eben auch. Ja. Das ist leider, wenn ich das noch sagen darf, damals nicht bedacht worden. Danke. Damals nicht bedacht worden, als der große Entschädigungsprozess war, wo es eben um diese Fabrik ging, die Fabrik Chemie Grünenthal, die diese berühmten Schlaftabletten hergestellt hat. Da ist ja damals eine Stiftung gegründet worden, die den Konterganbehinderten eine Rente zahlt, eine monatliche Rente. Aber damals ist ein Vergleich geschlossen worden zwischen den Eltern auf der einen Seite und der Herstellerfirma auf der anderen. Und dazu gehörte, dass später nie wieder Forderungen erhoben werden. Also die Sache war nach diesem Prozess, der 1972 zu Ende war, beendet. Und jetzt ist es rechtlich nicht mehr möglich zu sagen, ja halt mal, inzwischen nehmen ja die Beschwerden zu, also diese Folgebeschwerden. Okay. Und eigentlich müsste jetzt mal wieder Entschädigung ausgespuckt werden. Okay. Ne? Das darf es nicht mehr geben. Über Konterganen wird ja eigentlich so gut wie gar nicht berichtet, nur sehr wenig. Woran könnte denn das liegen? Ich glaube, weil es schon so lange her ist. Also in den 60er Jahren, das ist ganz lange her aus unserer Sicht, da waren die Zeitungen voll davon. Da gab es Titelgeschichten im Spiegel. In allen Zeitungen stand ganz viel drin. Und es war mal richtig ein Modethema. Und damals, als die Konterganbetroffenen noch nicht erwachsen waren, dann nannte man die in Deutschland einfach die Kontergankinder. Ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, wenn sie mich sehen, oh, ein Kontergankind. Aber die Kinder sind inzwischen ältere Damen und Herren und eben keine Kinder mehr. Und ich denke, das Thema ist nicht mehr so vielleicht nicht mehr so brennend und interessant. Wenn jetzt berichtet wird im Fernsehen oder in Illustrierten, dann über Menschen mit Konterganbehinderung, die es zu etwas gebracht haben, zum Beispiel der berühmte Sänger, der Bassbariton Thomas Quasthoff, das ist einer der besten Sänger
ja nicht nur Deutschlands, eigentlich der Welt. Und über den wird sehr oft berichtet, was der macht, dass der wieder einen deutschen Schallplattenpreis gewonnen hat oder so. Aber es sind da auch eben immer die Menschen, die berühmt sind, über die wird dann berichtet. Über die vielen anderen wird nicht berichtet. Ja. Sind Sie eigentlich Mitglied in einer Selbsthilfegruppe? Ja, ja. Wie viele gibt es Selbsthilfegruppen? Es gibt in allen Bundesländern Landesverbände. Also es gibt den Bundesverband der Kontergan-Geschädigten. Mhm. Der hat übrigens auch eine interessante Website, wo man sich ganz gut informieren kann. Und dann gibt es Landesverbände und in vielen Orten gibt es dann noch Ortsverbände. Und ich gehöre zum Ortsverband Düsseldorf. Da sitze ich auch im Vorstand dieses Ortsverbandes. Aber an vielen Orten sind diese Verbände eingeschlafen. Die gibt es einfach nicht mehr, weil die Betroffenen sich nicht genug dafür interessieren. Die denken eben, unsere Probleme sind im Wesentlichen gelöst. Die meisten Menschen sind im Beruf, haben da viel zu tun. Viele haben Familien gegründet und denken, ach, was will ich denn noch mit dieser Selbsthilfegruppe? Das interessiert mich einfach nicht mehr. Ich finde aber wichtig, dass es diese Vereinigungen noch gibt, auch diese Ortsverbände, denn wir sprachen eben über das Problem der Folgeschäden, was eben erst so in den letzten 5 bis 10 Jahren so wichtig wird. Es ist wichtig, das immer wieder zur Sprache zu bringen und immer wieder zu sagen auch. Auch damit die Politik das mal mitbekommt. Ja. Und Ihre Mutter hat ja die Tabletten auch genommen. Macht sie sich darüber eigentlich Vorwürfe, dass sie die genommen hat? Oder entschuldigt sich bei Ihnen, dass Sie krank sind? Oder... Also, jetzt muss ich mal was korrigieren. Ich bin ja nicht krank, sondern ich bin ein Mensch mit Behinderung. Ja. Nein, und das fände ich auch gar nicht angebracht, wenn sie sich bei mir entschuldigen würde. Sie konnte ja nicht wissen, was sie tat damals. Und ich habe ihr niemals Vorwürfe gemacht. Sicherlich macht sie sich selber Vorwürfe, aber... wir haben da auch drüber gesprochen, ganz offen. Also für mich ist das überhaupt kein Problem. Und eine Entschuldigung zu erwarten, das fände ich nicht richtig. Das wäre dann, wenn sie gewusst hätte, was sie tat. Aber sie konnte es doch nicht wissen. Und als Sie die, als Kind haben Sie sich doch sicher gefragt, woher kommt das? Ja. Dass Ihre Arme fehlen. Ja. Hat Ihre Mutter Ihnen das dann frühzeitig erklärt? Wobei sie es nicht zu frühzeitig getan hat, was ich auch gut fand. Sie hat mir eigentlich als ganz kleinem Kind nur gesagt, ja, du bist so geboren oder der liebe Gott hat dich einfach so gemacht oder so. Hm. Aber später, so als ich in der Schule war, hat sie mir das schon erklärt. Und ich fand eigentlich gut, dass sie mir es nicht mit 3, 4 oder 5 Jahren erklärt hat. Hm. Denn ob ich das als Kind so verstanden hätte, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Hm. Also es ist schöner, das dann in ein Bild oder in ein Märchen zu fassen und nicht so ganz hart und drastisch zu sagen, ich habe da eine Tablette genommen, die ist schuld. Vielleicht kann man das auch anders. Meine Mutter hat das ganz anders und eigentlich viel liebevoller gesagt. Wie sah eigentlich Ihre schulische Laufbahn aus? Sind Sie in Normalschulen gegangen oder wurden Sie in eine Behindertenschule eingeschult? Ich war anfangs in einer Sonderschule für Körperbehinderte. Und ja, dann wurde mein Vater pensioniert, also ging in den Ruhestand. Und dann geschah etwas ganz Tolles. Meine Eltern zogen um von Düsseldorf aus der großen Stadt in die totale Provinz aufs Land. Und von einem Tag auf den anderen fand ich mich in einer Dorfschule wieder. 5 Klassen in einem Raum, eine ganz normale Dorfschule. Und 50 Kinder in der Klasse. Und ich war jetzt nicht irgendwie in einem geschützten Raum, wie man das so ist, in einer Behindertenschule, wo eben lauter Kinder mit Behinderungen sind, sondern ich musste mich plötzlich zwischen lauter nicht behinderten Mitschülerinnen und Mitschülern bewähren.
Das war zuerst nicht ganz einfach. Die waren natürlich auch alle neugierig. Die wollten alle wissen, wie kommt das denn? Manche dachten, oh, darf man das mal anfassen oder so, wie Kinder so sind. Und aber das lief dann nach sehr kurzer Zeit sehr, sehr gut. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich sozusagen ins kalte Wasser geworfen haben, nämlich in eine völlig normale Schule und in ein Umfeld, wo es überhaupt keine Kinder mit Behinderungen gab. Also hatten sie guten Draht zu ihren Mitschülern, ja, dass sehr die gut. sehr offen zu ja, ihnen waren das war und so. Die nicht gehänselt haben nein, oder nicht. Ausgelacht. Überhaupt nicht. Nein, also das kenne ich auch gar nicht. Also ich höre immer oder vor allem lese ich das in Zeitungen. Ich höre es weniger von behinderten Menschen selber, das mit dem Hänseln und Auslachen. Also das ist mir ganz, ganz selten vorgekommen. Das kenne ich so eigentlich gar nicht. Ja, und dann ging ich auf die Realschule, ebenfalls eine ganz normale Realschule. Und nach 6 Jahren Realschule dann auf das Gymnasium eben, um das Abi zu machen. Und deswegen meine Behindertenschullaufbahn, die hat eigentlich nur 2 Jahre gedauert. Wie sind die normalen, gesunden, in Anführungsstrichen, Schüler mit ihren Behinderungen umgegangen? Ziemlich normal. Ziemlich normal. Also wenn mal so die erste, bei kleineren Kindern ist es Neugierde, überwunden ist und bei älteren vielleicht so eine gewisse Befangenheit, die ja die meisten Menschen mit Behinderungen kennen, wo man nicht so genau weiß und irgendwie denkt, kann man dem die Hand schütteln oder lieber nicht oder so. Aber wenn man mal über diesen Schatten gesprungen ist, dann läuft das sehr gut. Und meine Erfahrung als Mensch mit Behinderung ist, dass man auf seine nicht behinderten Mitmenschen aktiv zugehen muss. Die muss man ansprechen. Man darf sich nicht abschotten. Das ist nach meiner Erfahrung ganz gefährlich. Und dann sind andere Menschen ganz schnell aufgeschlossen und diese Befangenheit, die manchmal so am Anfang ist, zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung, die verschwindet dann ganz schnell. Wie sieht die Gestaltung Ihres Alltages eigentlich aus? Wie können sich die Zuschauer ihren Alltag so vorstellen, was sie machen? Oder ihre Interessen? Der sieht eigentlich aus wie bei einem Menschen ohne Behinderung, außer dass viele Dinge einfach ein bisschen länger dauern, ein bisschen umständlicher und anstrengender sind. Und bei mir ist es ja so, dass ich nicht einen Beruf habe, sondern eigentlich mehrere. Ich bin eigentlich studierter Literaturwissenschaftler, habe aber keine Professur, also keine Stelle an der Universität. Darum mache ich eigentlich 3 Dinge. Ich lehre ja ehrenamtlich, man kann auch sagen unbezahlt, an der Uni und vor allem ich prüfe dort auch. Dann bin ich zweitens Mitarbeiter in einem Abgeordnetenbüro in Berlin. Das sind aber nur wenige Stunden im Monat. Das ist nicht so oft. Und dann habe ich eine kleine Beratungsagentur für ältere Menschen, die studieren wollen. Also eine Art Universitätscoaching. Das sind Menschen, die haben mal irgendwann Abi gemacht, jetzt sind sie im Ruhestand und denken, ach, ich würde gerne noch irgendein Fach studieren. Dann wissen sie aber nicht, wie macht man das denn überhaupt, studieren. Und dann kommen diese Menschen zu mir und ich sage ihnen dann, so funktioniert Uni. Und dann habe ich noch so etwas, das ist zwischen Hobby und kleiner Einnahmequelle. Ich mache Stadtführungen in Berlin zu bestimmten Themen. Also zum Beispiel zu dem Dichter Alfred Döblin, von dem hört man im Moment so etwas mehr, weil der ein rundes Jubiläum hat. Und der hat einen Roman geschrieben, der heißt Berlin-Alexanderplatz. Und ich wohne zufällig in der Nähe vom Alexanderplatz und biete da auch Führungen an auf diesem Platz. Das ist also eigentlich dann die Tätigkeit Nummer 4. Und sie hatten mich nach meinem Alltag gefragt. Also das kommt immer darauf an, ob ich gerade Tätigkeit Nummer 1, 2, 3 oder 4 mache. Das geht also nicht so schematisch wie bei anderen Menschen mit allen Vor- und allen Nachteilen, dass man morgens um 8 Uhr schön mit Anzug und Schlips aus dem Haus und ins Büro geht und dann abends um 6 Uhr wieder zu Hause ist, sondern ich mache eben mal das eine, mal das andere. Sie haben ja eben erzählt, dass Sie ja Reiseführer sind. Der eine Tätigkeit von 3. Ja. Wie reagieren eigentlich die Touristen darauf, dass es
dass sie ein Reiseführer sind, der eben nicht gesund ist, wenn man das mal so sagen darf. Der eine Behinderung hat. Oder sagen ja. Wir so, ja. Wie reagieren die drauf? Das ist eigentlich eine gute Frage. Sind die erstaunt? Ja, aber immer nur sehr kurz. Meistens kommt man dann nämlich auf eine sachliche Ebene und dann denken die nicht mehr, vor mir steht jetzt ein Mensch mit Behinderung, ach, ist das interessant oder ist das seltsam oder so, sondern die denken oder die wollen dann eigentlich nur noch hören, was ich zu bieten habe von den Inhalten, was ich ihnen sage und erkläre. Es ist übrigens eigentlich unpraktisch, wenn man Fremdenführer ist und ist nicht sehr groß. Denn ein Fremdenführer muss eigentlich sehr groß sein. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in eine Kirche rein und da sind schon fünf Reisegruppen. Da wünscht man sich, dass sein Reiseführer ganz groß ist, dass man sagt, ja, den kann man wirklich nicht übersehen und um den kann man sich scharen. Und bei mir ist es eben so, die Menschen in meinen Reisegruppen sind alle größer als ich und ich bin der Kleinste. Das ist eigentlich für einen Reiseführer keine gute Voraussetzung, aber es klappt trotzdem. Und wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, dass Sie Reiseführer sind? Also das mache ich ja nur in Berlin und auch in Berlin nicht überall. Also ich bin seit ganz vielen Jahren Berlin-Fan. Und Berlin ist sowas wie mein Hobby und ich habe ganz viel gelesen zu Berlin, ich habe mir selber ganz viel angeschaut und einfach Wissen auch angeeignet und irgendwann hatte ich Lust, dieses Wissen nicht nur bei mir im Gehirnkästchen drin zu halten, sondern es an andere Menschen auch weiterzugeben. Und das fing eigentlich damit an, dass ich mit meinen Studierenden von der Uni von Düsseldorf nach Berlin gefahren bin und denen so Berlin gezeigt habe. Immer so bestimmte Aspekte, zum Beispiel Berlin in den goldenen 20er Jahren oder so. Und da merkte ich dann, dass mir das sehr leicht fällt, anderen Menschen so etwas zu zeigen und zu erklären. Und dann dachte ich eines Tages, das müsste man eigentlich als Service anbieten. So kommt das. Wir haben uns ja bei der Fachtagung Behindertenpolitik kennengelernt. Genau, Friedrich-Ebert-Stiftung richtig. War das ja in, hier in Merseburg, ne? Genau, ja. Im Rätischen Hotel. Ja. Und da haben Sie mir erzählt, dass Sie bei der Bundestagsabgeordneten von der SPD, Silvia Schmidt, arbeiten. Ja. So ja. 10 Tage in der Woche. Ja. Mhm. 10 Tage im Monat. Mhm. So. Mhm. Wie sind Sie eigentlich an Silvia Schmidt herangekommen und an diese Arbeit? Es waren ganz viele Zufälle im Spiel. Ich hatte ein Klassentreffen, 25-jähriges Abiturjubiläum und habe dort einen Mitschüler wiedergesehen, der für eine andere SPD-Abgeordnete arbeitet. Und dann habe ich die mal besucht, diese Abgeordnete, und die hatte nun leider keine Stelle für mich. Die hat aber meine Bewerbung innerhalb der SPD-Fraktion weitergegeben. Und dann hat sich Silvia Schmidt gemeldet, was ich besonders schön fand, denn Silvia Schmidt ist ja Behindertenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, nicht der Bundesregierung, das ist jemand anders, aber der SPD-Bundestagsfraktion. Und dann habe ich mich vorgestellt und Frau Schmidt hat mir direkt sehr gut gefallen, ich ihr offenbar auch. Und einige Wochen später hatte ich einen Arbeitsvertrag und seitdem bin ich jetzt im Team von Frau Schmidt. Und Frau Schmidt ist eine sehr engagierte Frau, der die Arbeit mit und für behinderte Menschen sehr am Herzen liegt, die sich sehr engagiert auch. Und ich lerne sehr viel in diesem Büro. Und wie können wir uns die Arbeit vorstellen? Welche Arbeiten oder Tätigkeiten machen Sie dort? Zum Beispiel konzipiere ich Reden oder Grußworte, also für Kongresse, oder ich recherchiere erstmal Wissen. Wenn es zum Beispiel eine Tagung gibt zum Thema AHDS, also das sind Kinder mit einer sogenannten Aufmerksamkeitsstörung, wo Frau Schmidt einen Vortrag halten muss. Dann sammle ich zunächst mal Wissen, was ist das denn überhaupt für eine Behinderung, was sind die besonderen Probleme, zum Beispiel welche Probleme ergeben sich im Bereich Berufsausbildung für Menschen mit dieser Behinderung. Und dann, dann erzähle ich das der Frau Schmidt und sage ihr vielleicht auch so ein bisschen, worauf es ankommt bei diesem Thema oder was man unbedingt sagen muss. Und
Frau Schmidt setzt mich aber nicht nur für Dinge im Bereich Politik für behinderte Menschen ein. Sie sitzt auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Also es geht auch um Probleme wie Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit und so weiter. Und auch da, ja, sammle ich Wissen, strukturiere das und mache eine Art Zuarbeit für Frau Schmidt eben. Und es macht Spaß. Und interessieren Sie sich eigentlich für politische Sachen? Sehr. Ja, und zwar schon ziemlich lange. Ich finde, es ist wichtig, sich für Politik zu interessieren, sonst wird die Politik für uns gemacht und für ist nicht immer gut. Es ist besser, eine Sache mit einem anderen Menschen statt für ihn zu machen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass viele Bürger, viele Bürgerinnen und Bürger sich einbringen, denn es geht schließlich um unsere Zukunft und das sollten wir nicht nur unseren gewählten Politikern überlassen. Und ich finde es einfach wichtig, sich selbst politisch zu betätigen. Ja. Und es macht mehr Spaß, als man auf den ersten Blick denkt. Man denkt immer, Politiker, da versteht man nichts. Die sprechen alle so eine unverständliche Sprache ja. oder so. Das tun auch viele, das stimmt ja. auch. Es gibt ein Politiker-Chinesisch. Es gibt auch Politiker, die sich bemühen, verständlich zu reden. Also meine Chefin ist da ein sehr positives Beispiel. Die redet, wie wir alle reden. Und so sollte es wohl auch sein. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Ich glaube, das würden auch viele Zuschauer interessieren. Ja. Können Sie eigentlich Auto fahren? Ja, ich kann Auto fahren. Ich fahre seit 20 Jahren Auto, übrigens auch unfallfrei. Das heißt, nein, jetzt habe ich gelogen. Ich habe einmal beim Parken einen Laternenmast gerammt. Also so ganz unfallfrei doch nicht. Mein erstes Auto, das hatte noch eine sogenannte Teleskoplenkung. Das war eine Lenksäule, die konnte man ausziehen, dass die mir entgegenkam. Denn normalerweise sind Lenkräder zu weit weg. Also das Lenkrad und ich, wir kommen nicht richtig zueinander. Ja. Inzwischen gibt es aber Autos, die das serienmäßig haben, dass man so etwa 5 cm die Lenksäule nach zum Fahrer genau zu sich ziehen kann. Mhm. Außerdem der Sitz, der muss natürlich im vordersten Löchlein stehen und dann geht das sehr gut. Ich habe einen kleinen Toyota und mit dem komme ich bestens klar. Ich bin zwar auch ein leidenschaftlicher Eisenbahnfahrer, auch wenn man, wie man heute gesehen hat, wenn das manchmal schief geht, aber mit dem Autofahren, das geht durchaus. Ich habe allerdings, ich könnte mir im Moment kein Auto kaufen, weil es keine Beihilfen, keine Zuschüsse gibt. Die gibt es nur, wenn man einen ganzen Arbeitsplatz hat, also eine richtige Stelle. Ich bin nur geringfügig beschäftigt. Das heißt also, ich würde zu einer Neuanschaffung keine Zuschüsse bekommen. Deswegen muss mein Auto noch ganz, ganz lange halten. Da drücke ich Ihnen die Daumen. Ja, danke. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben für ein Interview. Und freue mich auch, dass Sie gekommen sind und bedanke mich. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, Frau Kirch.